Willkommen zu einer weiteren Folge Kultur à la carte. Heute geht es nicht um Dirigenten, um Sänger, um Sängerinnen. Heute geht es um die wirkliche Kultur à la carte, nämlich das Essen. Und ich habe heute als Gäste eine wunderbare Familie aus dem Bereich der Gastronomie, die Familie Querfeld. Ein Familienbetrieb, den es schon seit Generationen gibt. Wie sind Sie zur Gastronomie gekommen? Naja, mein Umweg war noch ein größerer Umweg, als man glaubt, weil die Irmgard und ich, wir sind eigentlich gelernte Gartenbauingenieure. Der Weg in die Gastronomie war für mich ein bisschen einfacher, weil ein bisschen vorgegeben, die Eltern haben am 1. März 1976 das schöne, großartige Café Landmann übernommen. So kam es halt dann, dass ich vom Gärtner zum Café D und dann in Summe mit der Familie, die ja alle samt mitarbeiten, sind wir ganz große Gastronomen geworden. Das sind jetzt nicht nur Kaffeehäuser. Ja, das Haupthaus ist das Café Landmann immer noch an der Ringstraße und dazu gesellte sich dann einmal das Café Mozart. Das heißt Mozart, weil der Kaiser das Mozart-Denkmal dort enthüllt hatte und es stand auch lange dort bis in die Nachkriegsjahre und dann wurde es erst in den Burggarten transferiert, das Café Mozart blieb. Neben dem Café Mozart ist ein Lokal, das war das erste japanische Restaurant Wiens. Früher, manche kennen das noch, da war der Habakuk unten mit seiner Marionettenbühne, mit seiner Puppentheater. Dann noch das Café Museum, das ist alles in G weit auseinander. Na und jetzt sind wir hierher gekommen ins Gasthaus Napoleon am Kagranerplatz. Dieses Gebäude, Napoleon hier, hat ja auch eine Tradition und auch eine Geschichte, eine Historie. Die Hamer Holding, die Familie Hamer, hat beim Renovieren vor 25 Jahren den größten Silbermünzenschatz aus napoleonischen Zeiten hier gefunden. Das war aber natürlich kein Gasthaus und auch kein Gasthof zum Schlafen, sondern das ist ein Freihof. Gasthaus und Gasthof, es gab ja früher Zimmer, ist es erst seit gut 100 Jahren. Eine wunderbare Idee, dass jeder Raum der Gaststätte ein anderes Gefühl vermittelt. Das Konzept heißt, wo jeder sein Platzl findet. Und das ist mehr mannigfaltig angedacht. Das eine ist, es soll eigentlich das Gemeindegasthaus sein, also wo man sich trifft. Und die Geschichte dahinter ist ein bisschen die imaginäre Wirtsfamilie, die es ja nur in den Bildern gibt und man es auch ein bisschen erkennt. Aber es führt dann ein bisschen durch das große Haus, das ja fast wie ein Schloss so schöne Zimmer hat und Räume hat, die alle unterschiedlich sind. Und manches ist ja auch denkmalgeschützt hier. Und es gibt zum Beispiel, hier sitzt man in Omas Küche. Ja? Also da kann man sich natürlich treffen und trinken, speisen, aber man kann auch einen Workshop abhalten, man kann vom Schnapsbrennen bis zum Parfum machen, hat alles schon stattgefunden. Also wie wir hierher gekommen sind, haben wir uns natürlich überlegt, es gibt hier so viele Räume, wie können wir das gestalten? Und ich selbst bin aus der Steiermark und kenne ja noch so diese Familiengasthöfe von der Oma, wo die Oma noch tätig ist, bis hin zu den Enkelkindern. Aus dieser fiktiven Familie, die alle namenlos sind, haben wir dann diese Räume geschaffen. Also eben wie der Bernd schon gesagt hat hier, die Omas Küche. Die Oma finden wir auch immer wieder auch in unserer Karte mit den Mehlspeisen, mit dem Schweinsbraten, der halt so typisch nach Oma-Rezept ist. Und jetzt kommen wir zu dem, was Sie vielleicht am meisten interessiert. Was wird hier gegessen? Herr Querfeld, was kann man hier genießen? Nachdem wir eine Familie sind, müssen wir das natürlich familiär aufteilen und vom Carnivore, der ein ordentliches Schnitzel braucht, bis hin zur Veganerin, die es gar nicht versteht und vegan ist oder vegetarisch ist. Das ist eine Gasthausküche, die natürlich sehr wienerisch angehaucht ist. Also wir haben eine Saisonalität, eine Regionalität, das ist uns auch wichtig. Das heißt, wenn jemand österreichisch, wienerisch, sagen wir speziell wienerisch essen will, wenn jemand etwas Ausgefallenes will, wenn jemand saisonal essen will und dann noch ein riesiges Ambiente genießen will, dann ist er eigentlich im Napoleon ziemlich gut aufgehoben. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bedanke mich bei Ihnen für Ihren Besuch.